Oh, ja, hallo und herzlich willkommen an der Stelle. Und ach du Scheiße, es ist mitten in der Nacht und wir hängen hier in der Pampa. Und ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Warum kann ich mich nicht bewegen? Oh Scheiße, irgendwas hat das Signal von der Tastatur gestört. Scheiße. Scheiße, schnell ins Bett. Jetzt lass mich doch dahin. Was ist denn hier gerade los, ey? Irgendwas stört mächtig das Signal. Also, oder die Batterien gehen wirklich leer. Das kann auch sein. So wie es aussieht, haben wir Glück. Ja, wer sich wundert, was hier los ist, es tut mir schrecklich leid. Ich hatte wohl doch größere Probleme mit meiner Grafikkarte als erwartet. Und da gab es dann ein kleines Problem in Sachen. Oh. Du bist bis hierher gelaufen, um die Spinnenplatz zu machen. Das finde ich jetzt aber krass. Ah, Zombies sind auch da. Oh nein, Creepy McCreep. Hey, Creepy McCreep, komm her. Ist das Maul. Oh. Puh. Ja, und zwar haben wir hier sogar uns vor diesen Toren ein episches Gefecht mit drei Creepern gleichzeitig geliefert. Das war echt mega heftig. Und es ist keiner hochgegangen. Ich habe so ein Schwein gehabt. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Wir haben fleißig Holz da hinten gesammelt. Und jetzt muss ich eigentlich an eine bestimmte Stelle. Denn da ist ein Grafikbug aufgetaucht. Den möchte ich gerne gucken. Also ich möchte gerne gucken, ob der immer noch da ist. Wenn der nicht mehr da ist, heißt es, alles ist in Ordnung. Und ich brauche mir keine Gedanken machen, dass irgendetwas passiert ist mit den ganzen Sachen, dass die Treiber, die alten, die ich jetzt wieder installiert habe, besser sind, weil diese automatisierten Treiber, also es wurde nämlich ein automatisches Update gefahren, hier und bla und blub, und seitdem läuft das Ganze nicht mehr so gut, wie es sein sollte. Okay, ich glaube, das ist die Stelle, und hier hinten müsste so ein Gang nach unten sein, weil das war letztes Mal auch, genau. Hier konnte ich runtergucken und dann hatte ich einen Grafikfehler. Ha! Und ich habe den Grafikfehler nicht mehr. Yay! Das heißt, es ist alles okay. Okay, das war letztes Mal anfangs auch, wenn ich überlege. Ja, das kam erst mit der Zeit, weil ich habe das. Wir beobachten das. Wir beobachten das auf jeden Fall. Wir sehen, wir haben das schon mal so weit angelegt. Das ganze Muster hat sich ein bisschen verändert. Dünn, das war dann doch nicht mehr so hübsch. Und das Ganze muss jetzt eigentlich noch eins weiter nach oben verlegt werden. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein festgestellt, von wegen so, hä, das wäre ja dann noch ein bisschen doof, wenn das Fenster nur eins hoch ist. Eigentlich hatte ich das so geplant, aber dachte mir dann so, naja, jetzt im Nachhinein sieht es doch besser aus, wenn wir das so machen, wie wir es immer gehandhabt haben. Ja, man sollte da manche Sachen doch nicht ändern. So, muss nur gucken, dass wir unser ganzes Holz einsammeln. Ich gucke nochmal hier, ob nichts liegen geblieben ist. Genau. Ist ja nämlich schade drum, wie viel Holz wir wieder haben. Und ich habe wirklich mehr als einen 64er Stapel eingesammelt. Und wir sehen, es war jetzt nicht mehr so viel von übrig, ne? Nee. Ich hoffe, das reicht es dann für die nächste Etage. Ei, ich hatte es auch angekündigt letztes Mal, also in der Originalaufnahme hatte ich das auch angesprochen, dass wir uns eine Hacksaw bauen, also so eine, ups, Entschuldigung, so eine Stichsäge praktisch, also damit wir, oder Laubsäge ist das ja fast, damit wir dann halt diese Mikroblocks schaffen können, denn die werden wir brauchen. Ja, eigentlich sehen die nämlich ganz schnieke aus und ich möchte jetzt haben. So, was wir jetzt mal machen ist, sieht ein bisschen unkonventionell aus, aber einzige Möglichkeit. Genau, so und so. Dann machen wir das mal jetzt eben so. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ja. Ach, schön schnell geht das. Aber wir haben noch eine ganze Ecke vor uns hier. Wir machen erstmal nur praktisch die notwendigen Blöcke. Den Rest machen wir danach. So, ach ja, herrlich. Aber ja, ey. Das kann was werden. Übrigens, jetzt momentan, wäre jetzt zum Beispiel bei der Xbox One-Version, das war ja, hat ziemlich Laune gemacht, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen werden, um alle zu bekommen. Mindestens 100 Tage sollten es sein. Denn das ist ja ein Erfolg in den Spielen, Minecraft 100 Tage. Wer sich da fragt, wann denn dann das erste Update wiederkommt oder das nächste Update generell. Die 4J Studios oder 4J Studios, ich mag 4J Studios, die haben geschrieben, dass sie momentan dabei sind, die ganzen Bugs zu beseitigen. Gerade bei der PS Vita und der PS4 soll es relativ viele Bugs geben. Und die will man erstmal beseitigt wissen. Dann wird es ein Update geben und wenn, also praktisch ein Patch, dass die ganzen Bugs verschwunden sind. Und wenn man das erledigt hat, hier habe ich noch ein paar Reserve, Gott sei Dank, dann wird man auf allen Plattformen ein Update bringen.
Ja, also das mit dem Update bringen ist natürlich wieder so eine Sache. Man hat sich da ein bisschen schwammig ausgedrückt. Man kann aber rauslesen, so nach dem Motto, ja gut, wenn man das erledigt hat, dann kümmert man sich darum, dass man auf allen Plattformen halt ein Update rausbringen kann. Das heißt, das Update wird dann erst noch erstellt. Gut, ist es nicht so dramatisch. Ich sag mal, das, was man da bisher hat, ist auch ganz in Ordnung. Ja, jetzt müssen wir nur überlegen, was wollen wir denn hier unten reinhauen? So die Sache, ne? Welches Material soll hier unten rein? Ich habe gerade überlegt, wir könnten Netherbrick nehmen. Netherbrick sollte eigentlich ganz gut aussehen. Wir schauen uns das mal an. Ich habe hier hinten welchen und ich habe auch noch Sandstein. Weil ich überlegt habe, jetzt wo ich das hier gesehen habe, Mensch, schau mal, mit Sandstein, das könnte auch ganz geil aussehen. Ah, ist ja immer so die Sache. Was sieht wie aus? Wie fühlt es sich auf der Haut an? War schwierig zu sagen. Manches rau, manches weich. Manches dann doch eher etwas rutschig. Hier ist noch eine Treppe. Nee, die werde ich nicht brauchen. Oder? Nee. Oh, war hier noch Glüsse? Ah, nee, ist das nur ein... Na, egal. Hier haben wir einen 64er Stapel. Nee, hiervon brauche ich nichts. Aber ich kann mal kurz gucken. Genau, und dann schauen wir doch mal. Da haben wir sie. Was brauche ich denn dafür? 4 davon und 2 Diamanten. Das sollte kein Problem sein. Ich muss das Zombiefleisch wegpacken. Wo kommt denn das rein? Ich glaube hier in die große Truhe. Ja, das sieht gut aus. Kann auch das damit rein. Brennen meine Ratten? Die hätte ich nämlich gebrannt, genau. Wir haben nämlich nicht mehr so viel zu essen. So. Dann eigentlich genau das. Und das. Ah, sehr schön. So, jetzt will ich mal was gucken, ob das denn geht, wenn wir das so machen. Nee, ich wollte gerade sagen, nämlich mit den eigentlichen Rohblöcken geht das nicht. Man muss dann schon diese Bretter nehmen. Dann bin ich jetzt überlegen. Also auf jeden Fall brauche ich erstmal Glas. Ich hoffe, ich habe irgendwo noch Glas drin. Hier ist keins mehr. Hier sehe ich nur gefärbtes Glas. Ich glaube, hier ist auch keins mehr. Schade. Aber haben wir hier Sand? Das war, glaube ich, nur Sandstein. Hier ist ein bisschen Sand. Na ja, gut, okay, 15 soll mir auch reichen. Ich glaube ansonsten, wir haben da hinten noch welchen drin. Wie viel bringt das eigentlich? Was geht? Bisschen hier gebratene Ratte. Oh, kann auch gar nicht mal so schlecht sein. Das ist sowieso die Zukunft, dass wir uns von Ratten ernähren und Insekten. Sagt ja irgendwie jeder, ne? Ja. Und der Rest sagt, dass wir uns einfach nur noch von Pflanzen ernähren. Das kann ich mir eher weniger vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das kann. Oder möchte. Ah ja, hier habe ich genug Glasscheiben. Oh, das ist doch ideal. Ist hier noch was drin? Oh ja, sogar jede Menge. Dann lassen wir die doch auch mal hier. Okay, gut. Dann probieren wir das mal aus. Halt, nein, das lieber nicht. Vorsichtshalber. Und gucken mal, was besser aussieht. Ich würde fast tendieren, dass wir diesmal was anderes nehmen, als immer wieder und wieder dieses eine Material. Ist die Sache, das ist natürlich relativ glatt dann. Aber das kriegen wir hin. Wenn ich mir das so angucke. Geht. Es geht. Ich glaube, mit dem hellen Material würde es auch ganz gut aussehen. Wir gucken uns das mal schnell an. Was sieht jetzt besser aus? Das dunkle oder das helle? Schwierig, ne? Vor allen Dingen, obwohl ich habe gerade eine Idee, wir könnten das kombinieren. Sozusagen, wir machen das so. Und dann hier die Fenster reinsetzen. Hier wäre dann zu. Ja. Das könnte man machen. Dass man das auf diese Art und Weise macht. Ich weiß allerdings nicht, ob das wirklich aussieht. Da bin ich jetzt fast schon überfragt. Ich baue mal das kurz um. Oder? Moment. Oh Gott, umgebastelt.
Gut. Will ich denn nach vorne raus Fenster haben? Eigentlich schon, muss ich sagen. Ja, eigentlich schon. Aber wir haben jetzt hier in den Seiten schon genug Fenster. Das heißt, es wäre Schwachsinn, hier vorne auch nochmal welche reinzumachen. Das heißt, wir machen es dazu. Und ich finde, das sieht ehrlich gesagt sogar ganz cool aus, diese Kombination. Ja, irgendwie hat das was. So, das heißt, dann machen wir es hier. Chip, 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 chip. Ja, dann kommt hier wieder ein Fenster hin. Wir müssen überlegen, es muss ja auch genug Fläche noch sein, dass hier Regale hinpassen. Oh ja, Regale. Eieiei, was wir alles basteln müssen. Können wir uns inneneinrichtungstechnisch echt austoben bis zum Erbrechen. Okay. Dass nicht so viel garstiges Zeug reinkommt. Chip, chip, chip. Und dann schnell das Bett platziert. Und ja, sehr schön, funktioniert sogar schon. Wunderbärchenhaft. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, so, das hat funktioniert. Ja, ich denke, mit diesen, also mit dieser Anzahl von Fenstern sollte das genügen. Ja, und noch mehr brauchen wir da nicht, weil hier müssen ja die ganzen Regale und alles hin, ne? Man muss ja auch was shoppen können. So. Allzu groß braucht der Laden eh nicht sein, man stellt das nicht so aus. Man muss überlegen, früher bei diesen ganzen Spielen, wo man von oben drauf geguckt hat, da war das auch nicht so riesig. Und was im Boden kommt rein? Hä? Na, nächste Frage, ne? Habe ich auch schon eine Idee? Da habe ich auch schon eine Idee. Hacken erstmal alles hier weg. Ach, das ist die Schaufel hier hinüber. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich brauche nämlich noch Holz. Teppich. Ihr könnt. Boah, ja, stimmt. Wir können auch Teppich noch verlegen. Habe ich hier farbige Wolle? Nee, die haben wir dann da hinten. Okay, gut. Dann machen wir erstmal was anderes, und zwar hiervon. Ja, das ist okay. Ich weiß nicht, ob mir das reicht oder ob ich dann doch eher das noch dünnere nehmen muss. Da muss ich gleich mal gucken. So, einfach nur mal so. Genau, da haben wir so ein Panel. Ich will mal ein Cover eigentlich dann haben. Ja, das geht ja noch dünner, aber das wäre mir, glaube ich, zu dünn. Wir lassen mal das Cover da. Okay, jetzt muss ich überlegen. Denk, grübel, grübel. Los, komm schon. Komm schon, kleiner Zocker, du schaffst das. Ich glaube, wenn, dann werden es, glaube ich, eher die werden. Müssen wir nochmal schauen. Und jetzt, was wollte ich denn eigentlich? Stimmt, ich wollte ja eigentlich eine neue Schaufel haben. Das ist so mein Grundgedanke dabei eigentlich. Genau. Denn die Schaufel, die fehlt ja. So, ein paar neue Fackeln machen wir dann, damit die Stöcker übrig sind. Dann habe ich immer noch einen Slot frei. Das ist auch ganz okay. Ich habe durch irgendwo Erde. Ja. Oh, noch ein Slot wieder frei, sehr schön. Obwohl, halt, wir haben hier doch noch die ganzen Sachen für das Bauen. Dann kann ich da nämlich auch das wieder reinpacken. Siehst du? Und dann hier das hier mit rein. Und das. Und schwupps. Halt, da war, glaube ich, noch ein Apfel, oder? Ah, ja, sehr schön. Will ich auch essenstechnisch noch ein bisschen auf der sicheren Seite. Ja, also wenn ich das so sehe, sieht es richtig, richtig cool. Das heißt, wir werden die ganzen Handelshäuser in diesem Stil halten. Das gefällt mir. Doch, das passt ganz gut zu uns. Habe ich jetzt noch genug Holz? Das wäre die nächste Frage. Wir gucken mal. 32, ja, das wird nicht weit reichen. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Aber das sollte passen. Da machen wir noch einen Teppich rein. So einen roten Teppich hier im Eingangsbereich oder irgendwas Bläuliches, glaube ich. So, alle wundern sich jetzt. Keine Kante, nichts. Ja, da bin ich durch den Gentleman auf die Idee gekommen. Das hatte ich da gesehen und dachte mir so, verdammt, warum bist du da nicht auch drauf gekommen? Und zwar hat er so eine Art. Ja, das ist, glaube ich, zu dick. Ja, doch, das ist zu dick. Das geht nicht. Ich guck mal kurz, wie das mit den Kleinen aussieht. Und zwar hat er einfach so eine Art Fußbodenleiste halt angebracht. Fand ich echt cool. Hat mir gefallen. Ja, doch, mit denen sieht das besser aus. Gut, das heißt, dann machen wir mal schnell das und holen uns dann noch ein paar mehr davon. Schnieke, 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 schnieke. Jetzt hoffe ich, dass das damit auch geht. Nee, die kann ich. Die kann ich nicht nochmal kleiner machen. Egal, wer weiß, wofür wir die nochmal brauchen. Alles nicht so dramatisch. So.
Waren das die hier? Ja, doch, die waren das. 24 Stück. Ich glaube, das reicht auch erstmal wieder ein bisschen. Ja, nicht ganz so weit, aber naja. Ich denke, das ist auch wirklich die richtige Größe. Noch kleiner macht keinen Sinn, das sieht dann nicht aus. Man muss es ja schon sehen können, ne? Genau, und dann eigentlich praktisch immer nur da, wo halt kein Holz ist. Also kein. Das ist von diesen. Ich kann es ja schon anbringen, ne? Wir sehen, das geht ja schon mal ganz gut. Ach, ich finde das so cool. Diese Mikroblocks sind das Geilste, was es gibt. Echt. Die hätte es schon immer geben müssen, noch meiner Meinung nach. Ja, oh, da haben wir sogar schon über die Hälfte geschafft hier. Sehr gut. Oh, schnell weitermachen. Das ist restlich jetzt Zeugs hier rausgebuddelt. Hier ist Sand drunter. War hier vielleicht auch mal der See? Ich hatte ja den einen See ein bisschen verändert. Kann das hier gewesen sein? Hm, wegen dem Bau des Depots. Bin nicht sicher. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? 30 Stück werden ja nie im Leben reichen. Kann mir nicht vorstellen. Oder? Nee, auf keinen Fall, wir sehen's. Das passt nicht. Da muss ich wohl noch mehr Holz holen. Eieieiei. Ja, aber das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Wobei ich gerade überlegen bin, ob wir das durchgehend machen. Ich denke, das sieht noch schneeker aus. Ja. Ich glaube, wir machen das durchgehend. So, aber erstmal machen wir noch ein bisschen. Passt das denn? Ah ja, das sind die denn. Nur wieder 24 Stück. Dann sollte das doch auch reichen, dass wir damit einmal komplett zurande kommen, oder? Ja, da vorne sind wieder Bäume, die passenden. Ich sehe es da schon. Da stehen zwei Stück. Das müsste genügen, wenn wir die beiden wegklöppeln. Da komm schnell. Das. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ansonsten, ich habe momentan meine Vorbestellliste extremst aufgefrischt. Zum Beispiel hier Batman, Arkham Knight, The Crew, das neue Alien Isolation, Halo Master Chief Collection ist ja sowieso schon drin, Dying Light, Dead Rising, nee, Dead Island 2 und ich weiß nicht, da waren noch viele, viele andere dabei, die ich erstmal alle reingepackt habe, denn ich glaube Forza Horizon 2 habe ich auch reingepackt. Das ist nämlich auch so ein Spiel, wo ich sagen muss, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, habe ich mir nur die Demo damals reingezogen. Fand es ganz okay, aber muss sagen, hat mich dann eigentlich nicht mehr so geflasht. Es war irgendwie, ja, weiß nicht, hat mir was gefehlt. Fand ich jetzt nicht so mega, mega, mega. Aber der zweite Teil auf der One sieht doch einfach zu geil aus, als dass ich den ignorieren kann. Und ich muss sagen, da jetzt Forza 5 mich nicht so extrem vom Hocker gehauen hat, beziehungsweise mehr enttäuscht hat aufgrund diverser Sachen, bin ich dann doch ganz dafür, mir noch ein anderes Rennspiel zu holen. Obwohl The Crew, ich glaube, mich doch noch mehr fesseln wird. Muss man aber gucken, wenn das mir zu heftig ist mit diesem Multiplayer-Charakter, also dass man praktisch alleine gar nichts großartig machen kann, dann wird mir das auch zu langweilig. Ich denke, dann werden wir das auch anders handhaben. Aber wir gucken einfach mal. So, das sieht doch ganz gut aus. Die Ecken können wir so lassen. Ich habe erst überlegt, ob ich jetzt, ich kann auch so ein kleines Stückchen machen, ob ich das dann mache und dann da reinsetze. Aber ich finde, das sieht so irgendwie noch besser aus. Genau, das heißt, das wäre dann soweit fertig. Hier oben muss noch irgendwas Schniekes rein. Ich kann mir überlegen, ob wir das so machen können. Ja, genau, das passt doch schon mal. Was weiß ich, so hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Sehr schön. Und dann, weißt du was? Warte. Nee, das war... Jetzt brauche ich eigentlich noch eine Tür. Genug Holz habe ich noch. Sehr schön. So, wunderbar. Die platzieren wir natürlich so, dass die hier hinten anliegt. Genau, weil dann schließt das damit ab. Wunderbar, würde ich sagen. Ja, dann hat er sogar wieder ein bisschen Tiefe bekommen. Sehr schön. Die Tour spinnt echt so megamäßig rum. Es nervt langsam echt nur noch. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, wie sieht das denn aus? Wir machen nochmal ein paar hiervon. Halt, Entschuldigung. Suchen wir das ja. Genau. Und wenn ich jetzt hier... Also ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe, ne? Ja. Wenn ich das so mache und so. Ach, dann geht das Fenster gar nicht ran. Aha. Das ist ja interessant. Nee, es geht echt nicht ran. Aber warum?
Erkennt er also nicht als ganzen Block an. Das ist ja mal schade. Aber da habe ich. Da habe ich auch gerade eine Idee. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Das würde ich nämlich wissen, ob das geht. Dann werde ich nämlich gleich die ganzen Fensterscheiben rauskloppen und werde es bereuen, dass ich sie gesetzt habe. Denn dann habe ich eine grandiose Idee. So ein bisschen zumindest. Wo ich mein Glas? Hier ist es. Sehr schön. Ja, nein, ich muss es ja auch mitnehmen. Arg. Kann ich noch Erde irgendwo hinpacken? Ah, ein bisschen was, ne? Genau, so, Glas eingesteckt und dann zaubern wir mal. Ich hoffe, das geht auch mit Glas. Ah, ja, das geht sogar wirklich mit Glas. Sehr gut. Und dann brauche ich eigentlich nur das Dünnere. Ja. Jetzt mal schnell geguckt und geschaut. Ah, ich glaube, das wird echt gut. Dann werden wir hier vorne das nämlich auch rausnehmen. Dann spare ich sogar im Endeffekt richtig an den Steinen. Ja, also ich habe ja dann mehr Steine im Nachhinein. Achso, halt, das ist ja zu wenig. Warte. So, so passt besser. Wunderbar. Nein, das war falsch. Ach, hier sind die anderen noch gewesen. Okay, hier ist auch noch was. Ja. Alles am Mitkommen. So. Ich glaube, ich muss erstmal ins Bettchen gehen. Nee, es geht noch nicht. Ja, und dann hier so. Okay, ja, sieht schon besser aus, ne? Jetzt probieren wir das gleich unten auch nochmal mit was aus, und zwar mit Sandsteintreppen. Wie das denn ausschaut, wenn wir das an bestimmten Stellen anbringen. Halt, also mal kurz die Werkbank hier hingesetzt. So, dann mal ganz kurz geschaut, wie das denn wirkt, wenn wir die da hinsetzen. Und zwar immer nur da, wo praktisch auch hier so ein Stein ist. Gucken wir uns das doch mal an. Sieht cool aus. Ja, das werden wir, glaube ich, so machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt hier alles raus, genau. Ah, das sieht ja mal richtig geil aus. Ach, so coole Ideen. Sag noch einer, ich habe keine Einfälle. Das machen wir jetzt noch mal kurz fertig. Also das heißt, wir machen jetzt kurz länger. Oh, sorry Leute, für diejenigen, die noch was anderes vorhaben. Gibt sowieso nichts anderes, was sich zu schauen lohnt. Also von daher, ja, könnt ihr euch auch gleich weiter hier beschäftigen. Genau, yeah. Oh, na. Wo ist der denn gelandet? Ach, der ist gerade nicht sichtbar. Genau, manchmal hat man das bei diesen Mikroblocks, dass die versetzt sichtbar werden. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß, ich habe jetzt alle weggehauen, aber was soll's. Auch nicht so dramatisch. Wie weit die fliegen? Voll komisch. Warum liegt er denn da hinten? Und dann schnell. So und so. Oh, sieht so cool aus. Ein Glück, dass das geht. Aber das ist ja, was ich immer meinte, ne? Slabs einfach mal senkrecht hinstellen. Das hatte ich mir ja immer gewünscht, aber ging ja leider nicht. Ah, sehr schön. Ein Traum wird wahr, würde ich sagen. Genau so. Und dann noch. Ey, sieht das geil aus. Ach, halt, ich habe das, glaube ich, noch dünner, ne? Ja, ich habe das noch dünner genommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ach, oh, die behält man auch. Ja, wie geil ist das denn? Ja, cool. Und ich habe mir schon eben Vorwürfe gemacht, dachte ich mir so, nee, jetzt hast du davon irgendwie die ganzen vergeudet. Stimmt, wir haben die ganz dünn gewählt. Also noch nicht die ganz dünn, aber so ziemlich. Ja, also ganz ehrlich, noch geiler kann es ja schon fast gar nicht mehr aussehen, ja. Noch mehr Tiefe dem Ganzen verleihen wäre, glaube ich, unmöglich. Okay, dann geht's hier weiter. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir hier ein bisschen Erde anbringen. Was weiß ich, machen wir es einfach mal so hier, Alibi-Deckmantel-mäßig. Genau, so, so. Ah, wunderbar. Dann kommen wir nämlich auch da vernünftig ran. Och, schön. Das wird so cool. Klar, von innen ist es eine glatte Wand. Von innen brauchen wir auch die glatte Wand, aber nicht von außen. Ja. Achso, oh, es ist ja schon wieder alle. Klar, und mal schnell neue.
Oh, ein paar mehr noch, ne? Ja, ich glaube, 20 Stück sollten reichen. Und Treppen haben wir genug. Doch, Treppen haben wir. Naja, nicht so wirklich, aber es passt erstmal. Dafür zumindest. Genau. Eieiei. Also, richtig schön das, was ich immer haben wollte, ne? Tiefe verleihen. Ach, schön. Cool, ich freue mich da so, ey. Ja, hier vorne können wir auch gleich machen, weil das hier vorne gleich nochmal schnell auch schnell erledigt ist. Och, wie cool, wenn ich das noch beim Stadion anwende. Da kann ich garantiert auch an der einen oder anderen Stelle dafür sorgen. Also ich werde jetzt nicht das Stadion rigoros umbauen, das nicht. Nein, nein. Ich werde jetzt nur praktisch irgendwo noch Feinheiten hinzufügen, aber nichts großartig ändern an der Welt oder an dem Stadion, denn das wäre zu extremst aufwendig und das Stadion ist schon so weit fortgeschritten. Da wäre Schwachsinn jetzt auf einmal zu sagen, hey, wir werfen das ganze Konzept um, machen das alles ganz, ganz anders. Das wäre total schwachsinnig. Sieht das hübsch aus. Ich komme echt aus dem Staunen nicht mehr raus, ne? Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch gefällt das. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Ah, ja. Ja, und nächstes Mal sieht so aus, als ob wir dann schon mehr oder weniger ans Dach gehen. Und dann, wenn das Dach fertig ist, geht es an die Inneneinrichtung. Ja. Oh, die Inneneinrichtung wird auch nochmal was werden. So gut, ich lasse gleich mal die Blöcke hier stehen, weil die brauchen wir. Die brauchen ja nicht weg. Genau, die dürfen bleiben. So, ah, ich sehe gerade, da fehlt mir gleich wieder was. Ja, da sind wieder welche. Sehr schön. Reicht das dann? Ich hoffe es mal. Wir gucken einfach. Na, wenn nicht, ist auch nicht so dramatisch. Wir haben davon sowieso, naja, jede Menge wollte ich jetzt gerade sagen, aber das wäre gelogen. Wir haben einige oder erstmal aktuell für dieses Projekt ausreichend, glaube ich jetzt. Ich behaupte das jetzt mal so ganz dreist. Das ist nicht so gut. Ich finde das schön, dass man nicht den ganzen Block weghauen muss, sondern man kann wirklich dann nur das weghauen, was man halt zu viel gesetzt hat. Das ist wirklich angenehm. Das macht das Bauen so viel einfacher. Wenn auch alles so einfach wäre bei Minecraft. So, genau. Ah, fehlen uns wieder gleich die Sandsteintreppen. Egal, wir machen das erstmal. Ich sag mal, das hier soweit fertig. Danach können wir das mit den Sandsteintreppen immer noch machen. Wir kriegen gerade neues Material, dass wir auch fleißig wieder basteln können davon. So, und dann den hier. Ah, davon brauche ich auch gleich wieder neue. Muss jetzt genügen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Genau. Schön der Reihe nach. Sauber. Okay, und jetzt eigentlich nur noch die Treppen. Juhu, yay. Oh, jetzt bin ich schon gerade ins kühle Nass gesprungen. Ja, es ist auch ziemlich. Das Gemüt wird gerade total erhitzt. Ja, also mega spannende Situation. Da kann man schon mal eben ins Wasser springen. Das reicht. 2x4 Stück. Ja, doch, das muss eigentlich reichen. So viel sind es ja nicht. Halt. Habe ich noch genug Platz? Nee. Da muss ich erstmal kurz hier was wegbringen. Ja, eigentlich hätte ich nicht so viel gebraucht, aber vorsichtshalber war schon ganz gut. Okay. Ja, ich würde sagen, wunderschön, wenn man sich das jetzt hier anschaut. Ach, herrlich einfach. Und auch mit den Fenstern sieht das wirklich schön aus. Coole Sache. Okay. Dann bringe ich mal so ein paar Sachen wieder weg, denn wir brauchen jetzt immer ein Stück Sandstein, werden wir nicht mehr brauchen. Und den Netherrack werde ich auch nicht mehr brauchen aktuell. So, das heißt, hier wieder hin. Sehr schön. Das brauche ich auch soweit nicht. Also wie das. Den Knochen brauche ich nicht. Den Netherrack hatte ich ja schon gesagt. Ja, und die Erde brauche ich auch nicht. Achso, die passt hier nicht mehr rein, da muss ich hier hin. So, sehr gut. Das Glas kann noch mal hier mit rein. Das wird nicht mehr benötigt.
Ja, wunderbärchenhaft. Nun gut, dann hole ich mir schnell mein Bett und meine Sachen, verziehe mich dann in die Botschaft der Menschen, einfach vorsichtshalber. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier weitermachen, ganz fleißiglich. So, schnell. Schwuppdiwupp. Auf geht's. Und ich muss mir neues Essen holen, auf jeden Fall. Das ist nämlich viel zu wenig, was noch ab. Klar, ich habe jetzt noch die paar Äpfel und wir haben ja unsere gebratenen Ratten, aber irgendwie reicht das nicht. Also ich glaube nicht, dass wir da so lange was von haben werden. Kann man das eigentlich von hier sehen? Ich hoffe doch. Cool, oder? Ja, richtig, richtig geil. Ach, herrlich. Ich finde es einfach wunderschön. Nun gut, damit danke ich mir fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.